Schnulli ist schuld. Einst hatte er sich im Kawasaki V-Force 700 Forum über die Preise des Edeltuners aus dem bayerischen Wald mokiert. Wer Rabenbauers Performance Parts bezahlen würde, der müsste ja Gehirn gewaschen sein. Als Kfx-Versteher trug Richard Rabenbauer, im Forum ehrfurchtsvoll RR oder auch Sir genannt, das mit Humor. Und nahm es zum Anlass, sein alljährliches Frühlingsfest fortan Brainwashing Days zu nennen. Und als solches findet das Fest beim Kfx-Tuning-Guru mit ausgewählten Gästen bereits seit 2011 statt. Im heurigen Jahr 2015 war es über den 1. Mai soweit und rund 25 Kfx- und Canon-Piloten sind dem Ruf nach Untergriesbach-Ziering gefolgt. Produktmäßig gab es neben einem CNC-gefrästen Gasgriff vor allem bei ein paar Gimmicks an Florian Rabenbauers Kompressor Kfx zu bestaunen, als Überraschung zum 30. Geburtstag. Ja, das ist kein Boost, das ist einfach nur Zusatzpower für den Rabenbauer hierhin. Wichtig. Dazu gab es dann freilich auch eine rechte Klangprobe. Mit Kompressor holt der Edeltuner rund 90 PS aus dem Zweizylinder. Der Sound ist natürlich Musik in den Ohren der Kfx-Fans. Das Pfeifen, was wir letztes Jahr hatten, ist weg durch die Schubumluftrückführung in den Ansaugtrakt. Dass seine Supercharged Kfx auch in der Praxis funktioniert, zeigte Florian dann auf einer zügigen Ausfahrt durch die bayerischen Wälder. Mit von der Partie war auch Erich Peiram im Forum als Magic unterwegs. Respekt vor der Art und Weise, wie er seine Kfx besteigt. Das Thema Fahrspaß steht übrigens nicht nur bei den großen Kfx-Piloten im Vordergrund, sondern auch bei den ganz kleinen. Doch jetzt geht's erst einmal zur zügigen Ausfahrt durch den bayerischen Wald, zu der Markus Supra Gabauer geblasen hatte. Im Vordergrund stehen allerdings Gespräche in familiärer Atmosphäre. So freut sich die Kfx-Gemeinde denn auch bereits auf die nächsten Brainwashing Days im Bayerischen Wald, zu denen sie vom Team um Richard, Hanni, Ina und Florian im kommenden Jahr 2016 wieder persönlich eingeladen werden.